von der Netwars Liga, dann natürlich auch wesentlich mehr Let's Plays wieder. Ich muss das Wochenende jetzt einfach mal richtig durchpowern, weil unter der Woche ist nie so einfach bei mir. Aber das wird sich wahrscheinlich auch wieder bald einpendeln, sag ich mal. Dass ich dann auch unter der Woche wieder mal schon mal so ein, zwei Stunden dazwischen reinschieben kann. So, boah, wie viel hackt man denn hier schon? Na, geht eigentlich. Aber schon eine ganze Schicht schon mal weg hier. Ach, Mann. Da wäre natürlich jetzt auch so eine... So Insta-Hacking wäre natürlich jetzt hier auch super cool. Mit so einer super Pickaxe. Wurde mir ja schon vorgeschlagen. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, das ist ja eigentlich wieder gecheatet und würde ich nicht so gerne wollen. Wie schon gesagt, Modifikationen, die das Spielgeschehen jetzt nicht komplett verändern, sind immer gern gesehen und teste ich gerne mal aus. Aber eben dann so die ganze Gecheaterei, nee, muss dann doch nicht sein, will ich nicht. Und ich glaube, davon sehen wir auch komplett ab. Also ich werde auch kein Fly-Mod oder sonstiges installieren, auch wenn er vielleicht das ein oder andere Mal durchaus hilfreich wäre. Aber nee, lassen wir mal lieber. Wenn man es einmal benutzt, dann fällt die Hemmschwelle, habe ich so das Gefühl. Das will ich ja auch nicht. So, es wird schon wieder dunkel. Na, wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie das Magnus-Package gar nicht funktioniert. Es hat das letzte Mal auch wunderbar geklappt. Oder die Musik ist einfach zu laut dafür. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte die Musik jetzt einfach mal ein bisschen lauter drin haben, da man es sonst ja, überhaupt nicht hört. Jetzt gucken wir mal. Machen wir hier einfach mal auf 40%. Dann sehen wir es ja. So. Boah. Ja, ganz super. Toll. Einfach mal voll daneben gesprungen. Und abends am Dach rumlaufen. Und gleich nochmal hier die Knie gebrochen. So, erstmal ein Eibrötchen rein. Erstmal wieder schön genießen. Und dann ab ins Bettchen. Und wieder mein gewohnter Schluck Wasser an dieser Stelle. Haha. Ach, schlafen ist toll. So. Ah, wir haben auf jeden Fall noch Enderman. Wo ist der Enderman? So, der muss doch hier irgendwo sein. Da ist ein Skelett, das sich im Schatten versteckt. Ja, mit der neuen KI tun die das jetzt auch. Aber hier ist kein Enderman. Aber wir können kurz zu dem Hühnchen gucken. So, ein paar Eierchen haben wir wieder da. Oh, nur 10 Stück, aber das werden noch mehr werden. Hm. 10 Eier und ein Hühnchen. Naja, also so diese Chance 1 zu 8 scheint hier nicht so ganz zu greifen, habe ich das Gefühl. So, oh Mann, ist das noch viel. Da könnte ich kotzen. Bloß jetzt brauchen wir auch nicht mehr aufhören. Jetzt ist schon so viel geschafft. So, machen wir hier mal die Treppe weiter nach oben. Dann sieht das auch wieder so halbwegs brauchbar aus.
So, jetzt ist auch die Lautstärke vom Matmos Package auch wieder annehmbar. So. So, wie lange nehme ich denn schon auf? Oh, 35 Minuten. Geht ja schneller als gedacht irgendwie. Eigentlich möchte ich jetzt schon wieder nicht aufhören. Aber ansonsten schaffe ich den Upload heute nicht mehr. Haben wir jetzt auch schon wieder, ja, fast 9 Uhr. Ja, habe leider erst ein bisschen später angefangen. Noch ein bisschen zu sehr in YouTube versunken. Mich inspiriert sozusagen. Ah, das sind wir schon fast durch. Super. So. Werde wahrscheinlich auch demnächst ein paar neue Texturpacks testen. Hab mich gerade so ein bisschen hier schon tot gesehen an diesem KOP Photorealism. Es ist zwar ein durchaus geiles Package, aber was mir halt überhaupt nicht gefällt, das ist einfach hier, ja, es ist halt einfach ja zu sehr auf Realismus getrimmt und das sieht man halt vor allem an diesem Wolf, unser gezähmter Hund, der guckt immer so grimmig rein. Oh nee. Sowas Comicartiges wäre nicht ganz cool, allerdings jetzt auch nicht unbedingt hier so mal 8 auf 8, das wäre jetzt auch nicht gerade so der Burner. Und ja, welches Package mir eigentlich immer sehr gut gefallen hat, das war eigentlich das von der guten Honeyboy. Aber ja, das wurde mir ja auch schon vorgeschlagen, dass sie das nehmen soll. Würde ja an sich jetzt nicht so viel dagegen sprechen, außer dass dieses Texturenpack ja natürlich auch schon von einem anderen Let's Player verwendet wird und ich da jetzt nicht einfach nur dreist klauen möchte. Das wäre ja echt... wäre eine ziemlich lame Geschichte, also hätte ich jetzt keinen Bock drauf, vor allem, ja, das kriegt man ja dann auch sofort wieder nachgesagt, muss ja dann auch nicht sein. Aber irgendwie der Großteil der Texturenpacks, ja, ich bin da irgendwie ziemlich wählerisch, also das meiste gefällt mir jetzt nicht so. Vor allem möchte ich eigentlich so richtig schöne, satte Farben haben. Könnte man ja theoretisch mal gucken. Ich meine, das originale Texturenpack ist eigentlich schon sehr geil von Minecraft. Wenn es das noch mit einer etwas besseren Auflösung geben würde, wäre das natürlich der Oberbrüller. Aber habe ich so noch nicht gefunden. So, und immer noch fleißig hier am Steine klopfen. Ja, das macht so Spaß. Hier im Steinbruch. Zumindest können wir uns nicht beschweren, dass wir dann kein Cobblestone hätten. Was wäre denn ein cooles Gebäude, das man nur mit Cobblestone machen könnte? Vielleicht eine alte Burg oder so? Oder wir sparen uns das Ganze mal auf für den, für die Hölle, für den Nether, um dort so eine richtige Höllenfestung zu bauen. Ja, darauf hätte ich schon irgendwie Bock. Das wird dann so unser Ausgangspunkt, wenn wir dann wieder mal Glowstone benötigen. Davon, ja doch, da werde ich sehr viel davon benötigen. Weil ja auch so ein paar kleine Beleuchtungsmöglichkeiten sich damit auftun. Auch in Verbindung dann mit Redstone. So könnte man zum Beispiel dann die Falle eine Art Wartungsmodus schalten, wo dann nichts mehr spawnt. Und man gefahrlos dann einfach auch hier ja mal Reparaturarbeiten durch Enderman oder ja, Reparaturarbeiten durchführen kann mit Schäden, die von Enderman verursacht wurden. So. Weil wir ja auch keinen Mod drin haben, der dieses Enderman-Griefing verbieten würde.
Und irgendwann werde ich kotzen, aber momentan finde ich es noch recht witzig. So, die Erde kramen wir mal schnell so ab. So, sind wir ja eh schon durch hier auf der Seite. Wunderbar, wunderbar. Geht ja doch ganz flott. Vielleicht ist der Berg ja doch schneller weg, als ich gedacht habe. Hätte ich natürlich nichts dagegen. Hm, eigentlich wäre das doch der perfekte Moment für ein LPT. Hier sich einfach noch so zwei, drei Leute dazu nehmen und dann buddeln wir dann einfach mal zu viert hier den Berg weg. Wahnsinnig spannend. Aber es würde schnell gehen, ne? Und die nächste Hacke im Arsch kaputt. Schwupp. Machen wir mal hier die ganze Erde mal hier weg. Wobei die Aussicht natürlich von hier schon sehr geil ist. Hm. Vielleicht baue ich ja irgendwo mal was Erhöhtes. Hm. Irgendwo auf. So eine Hütte irgendwo auf dem Berg. Fernab von allem anderen. Wo man so ein bisschen seine Ruhe hat und die Aussicht genießen kann. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch soweit sein, dass auch eine stärkere Grafikkarte hier reinkommt. Und dann können wir auch mal hier die Aussicht, die Blickweite etwas nach oben drehen. Diese jetzt momentan nur so ein bisschen beschränkt, damit dann hier die Frames nicht zu sehr einbrechen. Aber das soll sich auch noch ändern. Aber momentan noch nicht möglich. Soll aber noch, ja, wie schon gesagt, dieses Jahr noch kommen. Wann kann ich noch nicht sagen. Da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Mann, heute habe ich es wieder mit dem Sprechen. Haut ihr überhaupt nicht mehr hin. Könnt ihr fast meinen, ich wäre hier total betrunken. Aber das bin ich nicht. Ich habe hier nur mein Wasser neben mir stehen. Völlig normal. Sehr geiles Lied. Sehr, sehr geil. So, dann buddeln wir mal weiter und weiter und weiter. Wahnsinn, wir kriegen jetzt echt fast eine Stunde voll nur mit Buddeln. Mist, ich, keine Ahnung, ich müsste doch so viel buddeln, aber ich möchte euch das jetzt nicht antun. Was machen wir jetzt noch? Ja, wenn ihr jetzt in Twitter wärt, könntet ihr jetzt hier nur schnell schreiben. Aber irgendwie sieht es da gerade so ein bisschen mau aus. So, komm, machen wir hier die Reine weg. Und dann lass es echt gut sein. Denn für heute grabe ich nicht mehr. Dann müssen wir jetzt echt was anderes mal wieder machen. So, das reicht jetzt auch. Wirklich dicke. Das wollte ich ja bloß immer so ein bisschen zwischen reinschieben, aber irgendwie die letzten Folgen drehen sich jetzt fast nur noch ums Buddeln. Das möchte ich jetzt auch nicht mehr so machen. Eigentlich könnte man doch mal mit der Inneneinrichtung weitermachen. So, erstmal ins Bettchen. So. Jetzt gucken wir mal, was können wir in der Inneneinrichtung hier denn so alles anstellen? Das ist eine gute Frage, ne? So, gehen wir erstmal nach unten.